Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Privet und auch Salvete Spectatores zu einem weiteren Teil von Let's Play Medieval 2 Total War mit mir, dem Tantu, genau bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem nicht ganz so mächtigen Russland. Wir haben im letzten Teil einmal großes Pech gehabt, denn wir konnten hier mit unseren Kasachen leider im Winter vor oder im Regen vor Vilnius keinen Stich gegen die polnische Armee machen. Das hat nicht geklappt. Ein großes Problem. Wir versuchen uns jetzt hier weiter rauszuwinden. Das ist aber beliebig kompliziert. Wir wollen auch gerne Novgorod weiter ausbauen. Das dauert aber noch ein bisschen. Und bis dahin müssen wir überlegen, wie wir hier weitermachen. Also Moskau werden wir jetzt gleich erobern können. Das ist schon mal ganz gut. Aber Vilnius macht mir so ein bisschen Sorgen. Wir könnten auch mal versuchen, jetzt hier mit unserem General Miroslav, mit dem könnten wir versuchen, so ein paar Truppen hier rauszuziehen, um dann vielleicht vor Vilnius mit aushelfen zu können. Das Problem ist, die werden erst in zwei Runden da sein. Also das ist auch keine wirklich gute Option. Wir bauen uns hier noch zwei Bogenschützen rein. Werden dadurch etwas bessere Verteidigung dort haben. Aber wirklich gut wird es auch nicht sein. Oh, er hat die Belagerung von Vilnius aufgegeben. Ist es denn die Möglichkeit? Wow, und Moskau ergibt sich. Wir sollen jetzt Riasan einnehmen. Gehen wir dann mal auf niedrig mit dem Steuersatz, bitte. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Mein König! Ja. Mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Dann stell da mal so eine kasachische Reitereinheit als Verteidigung rein. Natürlich. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Natürlich. Halten hier Wache, mein Herr. Ja. Da kommen wir bei der nächsten Runde hin, oder? Natürlich. Gut, dann müssen wir das auch noch einnehmen. Danke, Adelsrat. Es wäre ja schön gewesen, wenn wir mal irgendwann zur Ruhe kämen. Und wir sind die größte Seite, aber wir haben halt nur Trash. Okay, Kiew hat die Farmgemeinschaft immerhin abgeschlossen. Bevor wir das machen, müssen wir aber Novgorod weiter ausbauen. Bevor wir da irgendwas machen. Bogenschützmiliz ist fertig. Rundenbericht ignorieren wir. Ich weiß, dass ich schlecht bin. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Und großes Dankeschön nochmal an Tiers, der dafür gesorgt hat, dass wir jetzt hier tatsächlich Soundausgabe haben. Marschiert! Scharniert! Marschieren wir weiter. So, wir bilden diese Einheiten hier mal fort. Für eine Rekrutierung reicht es dann nicht mehr. Eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ja. Aber vielleicht, wenn wir dann Vilnius garnisonieren können. Die Frage ist halt, was macht Hauptmann Shepard? Wenn ihr einen Kampf wollt, kommt doch einfach näher. Ich freue mich auf den Kampf. Vielleicht wollen Hauptmann Shepard und Hauptmann Kaspar Kiew angreifen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Wenn wir auch tatsächlich gar nicht so viel gegen machen können. Einfach weil alles 100 Jahre dauert, bis man da ist. Und unser Adelsrat, das momentan super lustig findet, uns jetzt noch die Eroberung von Riasan aufzunötigen. Aber wir haben ja gesagt, wir nehmen das hier ernst, ne? Herr, sehr gerne, Herr. Bis morgen früh, mein Herr.
Wie ihr hört, ich bin übrigens immer noch erkältet. Es ist also noch die gleiche Aufnahmesession. Und wir spielen immer noch slow. Michter Hauptmann. Oh, willst du mir Frieden anbieten? Guck mal, da geht sogar der katholische Bischof in die Knie. Senkt eure Schwerter. Ihr steht vor einer Jo, gerne. Sie ist freudig ihr erregt. Na dann, dann sind wir da auf einer Wellenlänge, ne? Die Zeit mit euch war sehr wertvoll. Ich danke euch. Der Priester neben dir ist auch freudig erregt. Na, haut das schon wieder ab. Rainer Kuriziev, das machen wir gleich. Europäisches Papier, na, das wird doch hier den Wissensvorsprung. Ich bewege mich leise vor. Das ist der Bulgarenstamm. Das wird doch hier den Wissensvorsprung etwas eindampfen. So, Feindseligkeit beendet, Dänemark und Russland, finde ich schön. Ich meine, hat ja eh keinen Sinn, mich da anzugreifen. Ja, aber Hauptsache, sie haben es mal probiert. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Befehle, Herr. Miroslav, der edle Ritter. Ja, eure Befehle. Vorwärts, führen die Armeen zusammen. Ja, nimm die mal mit und natürlich. Beweg dich mal hier rüber. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Mein König, abrücken. Steck mal die zwei Bauern noch dran, vielleicht Ehre, sogar noch dienen, den Herr. Dritten. Mein König, vorwärts. Also die Bogenschützen meine ich damit. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Und dann kannst du nach Riga zurück. Ich schicke ganz gerne Generäle mit, weil ich nicht möchte, dass die Einheiten zu den Rebellen überlaufen. Ne, das kann passieren bei den Hauptmännern. Sidor ist volljährig und Sidor startet in unserer Hauptstadt. Sidor ist jetzt nicht der beste Kommandant, aber immerhin ist er loyal. Bewegung! Ja, nehmen wir hier einen Wachturm. Kann Sidor mal hier rüberlaufen und da drüben noch einen Wachturm bauen. Heute gehen wir nicht weiter, mein Herr. Morgen marschieren wir weiter. Gut. So werden wir jetzt Riazan belagern. Die haben nur für drei Runden Nahrung. Das passt. Ja, mein König. Herr. Ihr habt die falsche Flotte gewählt. Und du hast, glaube ich, hier die falsche Fraktion gewählt. Der möchte mich nämlich wohl belagern, der Spitzkläger. Okay. Also dann werden wir die vier Waldbewohner auch auflösen. Übrigens, weil da, bis wir da hochkommen, das wird wahrscheinlich nicht mehr so bald passieren. Kaffer braucht einen Statthalter, das wird der Mikael aber nicht machen, denn das ist unser Erbe und der muss eigentlich ein bisschen kämpfen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Wollen wir Geld sparen? Wir können ja in Kiew wohl eine Mine bauen. In 20 Runden hat die sich amortisiert. Dann machen wir das doch mal. Denn ich habe das Gefühl, das wird hier alles noch ein bisschen länger dauern. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Also, oh, das muss ich noch annehmen, ne? Ja, ja, lass ihn heiraten. Wenn ihr einen Kampf wollt, kommt doch einfach näher. Die Schlacht wird unsere Differenzen klären. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ich kann jetzt nicht sagen, was das hier für eine Einheit ist. Die Schlacht wird unsere Differenzen klären. Ich kann nur sagen, wenn ich den jetzt nochmal angreife, dann stehe ich direkt vor der polnischen Armee und habe ich jetzt nicht so die größte Lust drauf.
Okay, Riga hat die Stadtgarde gebaut. Kann sich also jetzt etwas besser verteidigen. Dann können wir doch hier mal die Fruchtfolge hinpflastern. Moskau hat die Holzmauer gebaut und baut jetzt mal diese Fruchtfolge. Dann haben wir noch ein bisschen Geld übrig. Natürlich. Bewegung! Den können wir hier nicht bauen. Dann musst du den. Mein König, seid ihr sicher? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Hier baust du. Nee, da kannst du den nicht hinbauen. Mein König, seid ihr sicher? So ein Mist. Okay, dann baust du den hier hin. Weg, Herr. Dorthin können wir nicht marschieren, mein Herr. Aber dahin kannst du marschieren. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Ich freue mich auf den Kampf mit euch. Hauptmann Michiko, der will sich mit uns anlegen. Ja, Herr. Die Schlacht wird unsere Differenzen klären. Ja? Sehr gerne. Wenn ihr einen Kampf wollt, kommt doch einfach näher. Sieht jetzt nicht so unbekannt aus, diese Truppenkonstellation. Wie kann ich dienen? Lauf mal hier runter. Oha. Ja, Hauptmann Michiko greift uns an. DEFCON hat vorhin bezahlt damit, Kafka in Kaffa in Kaffee umbenannt wird, okay. Stellung halten! Sie belagern uns! Aber ich glaube, man kann keine Städte umbenennen mit ihm, oder? Der Kaufmannsgilde in Novgorod. Eieiei, was haben wir denn davon? Was haben wir von der Kaufmannsgilde in Novgorod? Eigentlich passt es passt so gut, ne? Komm, wir machen die Kaufmannsgilde in Novgorod, ja, warum nicht? Die Bibel mag den Frieden predigen. Doch wenn das Christentum an sich in Gefahr ist, ist es eines jeden Christen Pflicht, alles Heilige zu verteidigen. Seine Heiligkeit der Papst hat einen Kreuzzug ausgerufen, das gelobte Land von den Ungläubigen zurückzuerobern, die christlichen Pilgern die Reise zu den heiligen Orten verweigern. Die Armeen des Christentums müssen endlich ihre Differenzen beilegen und sich unter einem Banner vereinen, im Zeichen des Kreuzes, Gottes Kindern zurückzugeben, was rechtmäßig ihr ist, oder bei dem Versuch zu sterben. Na, das ist in der Medieval 1212 Anno Domini für Total War Attila ist das so cool umgesetzt. Die Beziehungen zum Heiligen Römischen Reich verschlechtern sich, nachdem sie uns ja bereits verraten haben. Okay. Und Kiew wird belagert, ja. Und Vilnius wird auch belagert. Halleluja. Die Schlacht wird unsere Differenzen klären. Ich freue mich auf den Kampf. Ja, da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Ich habe so ein Gefühl, dass Dänemark das nicht so ernst meint mit einem Waffenstillstand. Ja. Vorwärts! Ja. Errichte einen Wachtposten. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Also, nächste Runde kapitulieren die in Riazan und dann holen wir diese Armee mal zu uns rüber und dann wird das nochmal ein bisschen anders aussehen. Hallo? Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Gott ist mit uns. Das ist doch der, genau, das ist doch der Typ, der nur diese Kavallerie-Dinger da hat, ne?
Fasst Mut, Männer! Gott stellt sich mit uns gegen den Feind! Einhalten! Wartet auf meine Befehle! So, dann gucken wir mal. Oh, Bingley. Ja, ja, genau, das machen wir noch. Alles gut, alles gut. Und charge der. Der zieht sich zurück. Na, ja, wobei die Brandpfeile haben ganz gut getroffen. Der hat aber auch ganz gut getroffen. Ja, besser. Krass, dass die besser kontern als die berittenen Bogenschützen, ne? Wo ich jetzt eigentlich erwarten würde, dass die berittenen Bogenschützen hier die besseren Konter eigentlich waren, ne? Ui, die haben gar nicht geschossen. Habt ihr das gesehen? Die haben gar nicht richtig geschossen. Mal gucken mal. Vielleicht geht noch mal was. Auf 28 runter. Okay, wisst ihr was? Okay. Alter, die treffen heftig, ne? Okay.
Und die haben noch Bock, die 8 Edelmänner da, ne? Das ist auch problematisch, weil die jetzt immer auf die Einheiten hier schießen, ne? Lol, die treffen nix, guck mal. Naja, wobei ein bisschen, ne? Schick den mal raus. Vielleicht erwischt er die. Der ist angeblich schon im Nahkampf. Kann ja aber nur so gemeint sein, dass er schon Angriffsbefehl hat, ne? Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Na, stell dich mal lieber auf die Flanke. Naja, so kann man wenigstens diese Belagerung halbwegs gut auflösen, ne? Der feindliche General ist tot. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. Jetzt haut er ab. Der Feind ist am Boden zerstört. Das kann man so sagen. Wow, das war aber eine schwere Geburt. Junge, Junge, Junge. Diese Bäume sind perfekt für einen Hinterhalt, mein Herr. Nein, Glaube und Mut haben uns den Sieg gebracht. Plus 1 Kommando für Prinz Michael. Plus 1 Furcht. Oh, das ist nicht gut. Dadurch verliert er Ritterlichkeitspunkte. Das mag ich nicht. So, dann gucken wir mal gerade. Können wir Kaffer umbenennen? Ich glaube, man kann das noch nicht umbenennen, oder? Der Bau einer Anbetung. Bloß nicht. Ja, ja, das ist gut. Ich kann das nicht umbenennen, ne? Das geht nicht in dem Game hier. Aber es würde sich natürlich anbieten, das Ding in Kaffee umzubenennen. Da gebe ich dir recht. Vielleicht sollte man hier mal eine Ortswache dann bauen, hä? Befehle, Herr? Die Schlacht wird unsere Differenzen klären. Kannst du mir nochmal zeigen, was der für Truppen dabei hat? Wenn ihr einen Kampf wollt, kommt doch einfach näher. Okay. Da
stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr. Durch Stärke und Ehre werden wir... Werden wir siegen, hoffe ich. Unsere Feinde scheinen die Oberhand in dieser Schlacht zu gewinnen. Das ist schade, dass es bei diesen Schlachten keine Generalsansprachen gibt. So, glaube ich, ne? Oh, die schießen nicht. Die schießen nicht. Das gibt's ja wohl nicht. Wow. Alter, das ist ja mal broken, ey. Junge, Junge, Junge. Die stehen direkt vor denen, ne? Meine Einheiten haben nicht geschossen. Alter, was geht? Okay, weil es ist broken, ne? Ich meine, dass man so einen Ausfall gewinnt mit diesem Bogenschützen, ist auch broken. Also, ich meine, darf man sich nicht beschweren, ne? Darf man sich auch nicht beschweren. Wow. Bei der Gnade! Im Moment liegt das Schlachtenglück bei uns. Beten wir, dass es so bleibt. Merke, immer erstmal in die gegnerische Inf reinrennen, bevor man sich um den Gen kümmert. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Den Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Ich glaube, der hat mehr als die Hälfte seiner Männer verloren. Nix. Warte, bis die Bettnässer wieder auf der Piazza sind. Danke. So, jetzt aber.
Russen verheizen wieder Generäle, naja. Irgendwo musste man mit dieser Tradition ja auch anfangen. Gewinnen die Schlacht. Die feindliche Armee flieht. Der Feind ist am Boden zerstört. Das kann man so sagen. Ziemlich zerstört. Unsere Truppen sind gut versteckt, mein Herr. Ja, ja. Ja. Ehre und Stärke. Nimm dein Lösegeld an. Wir haben gesiegt. Was hat der bekommen? Einen notorischen Berserker. Plus eins Kommando und plus eins Kampfgeist. Okay. König. Tja, brauchen wir Speerkämpfer. Auf jeden Fall eher als Bauern, ne? Nimm noch eine Einheit Kasachen mit. Was wir da kriegen können, nehmen wir auch sofort. Okay. Ja. Tja, was machst du? Marschiert! Morgen marschieren wir weiter. Oder nehmen wir zwei Einheiten Kasachen? Nee, mach eine Speerträgereinheit. Ja, ja, machen wir lieber so rum. Macht es mal lieber so rum. Ja. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Okay, für mich sieht es so aus, als hätten wir das hier halbwegs gepackt. Ich freue mich auf den Kampf. Dann komm doch mal. Wenn ihr einen Kampf wollt, kommt doch einfach näher. Natürlich. Komm doch mal hier rüber, lauf doch mal da rüber. Wir machen hier Rast, Männer. Ja, ist besser als da die ganze Zeit zu warten. Wir sehen Kairo, weil das das Kreuzzugsziel ist, ne? Okay. Kann ich das automatisch ausknobeln? Ein Unentschieden, aber dann erobern wir es ja trotzdem. Glaube und Mut haben uns den Sieg geschenkt. Ja. Diese Länder haben wir ehrlich errungen. Sieg! Dann passt's ja. Mein König! Ja! Fasst die mal zusammen. Eure Befehle? Wir haben 4 Einheiten Drusina bekommen. Alter, das ist ja mal ziemlich nice. Nur die sind halt auch unfassbar teuer im Unterhalt, ne? Okay, ja, Kreuzzug läuft an gegen Ägypten. Großherzog Wladimir bekommt das Merkmal ritterliche Herrschaft. Großherzog Wladimir bekommt fairer Kämpfer und leidenschaftlicher Kämpfer. Großherzog Wladimir bekommt vielversprechender Kommandant. Orn Miroslav bekommt einen Wachhund. Naja, immerhin, ne? Okay. Den einmal fortbilden. Die Musterungshalle bauen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Dann kannst du hier nächste Runde wieder aufbrechen, weil wir wollen uns echt nicht zu lange hier drüben in dieser Burg da aufhalten. Ja. Das ist keine für uns lukrative Option. Ich bewege mich leise vorwärts. Ja, wie alt bist denn du? Bis 39, das geht sogar eigentlich noch. Lauf mir hier runter. Glaubst du, es wird nochmal ein Medieval 3 kommen? Ich gehe tatsächlich davon aus. Aber ich gehe auch tatsächlich davon aus, dass es noch ziemlich lange dauern wird. Bis wir Medieval 3 sehen. Also, ich meine, ich glaube, das ist das, was die
PRCV1, vielen Dank übrigens für deinen Sub. Ja, also das ist das Spiel, was sich die Community am sehnlichsten wünscht. Ich bin aber sehr skeptisch. Also, ja, ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass das innerhalb der nächsten 2 Jahre released wird oder so. Beziehungsweise, ganz ehrlich, ich würde auch nicht unbedingt wollen, dass es innerhalb der nächsten 2 Jahre released wird. Hintergrund des Ganzen ist ja auch der Umgang CAs mit dem ganzen Genre, ne, was da noch so dranhängt. Also, den finde ich halt einfach jetzt nicht so toll. CA macht tolle Spiele momentan, aber ich finde... Ja, eure Befehle? Boah, Alter, das ist halt so drüber, ey. Was mit... 4 Druschina. Boah. 4 schwere Kavallerie. Ich freue mich auf den Kampf mit euch. Belassen wir es dabei, ja? Ja, gucken wir mal. Ja, genau. Also, CA macht tolle Spiele. Aber man sieht halt schon so diesen Shift zu dem ganzen Fantasy-Genre, ne? Es ist erstmal Warhammer dran und. Ich glaube, das wird erstmal noch so weiter geritten. Ne? Der letzte Versuch mit einem historischen Total War, das man so ein bisschen versucht hat bei Troy umzusetzen, der ist ja grandios gescheitert. Three Kingdoms ist ebenfalls grandios gescheitert. Das Spiel ist eingestellt, gibt keinen Support mehr dafür. Das Spiel hatte eklatante Schwächen, die nicht beseitigt wurden. Und das ist zum Beispiel jetzt ein Schicksal, was ich einem Medieval 3 eigentlich gerne ersparen würde. Also ich fände da schon sehr wichtig, dass CA sich da nochmal so ein bisschen auf die Roots zurückbesinnt, wo dieses Genre eigentlich herkommt, nämlich aus den historischen Strategiespielen. Und das fände ich eigentlich ganz gut, wenn man dahin wieder zurückfindet. Ne? Aber ich mache jetzt hier erstmal Schluss mit der Aufnahme für heute und sage vielen Dank fürs Zugucken. Ich freue mich, dass ihr dabei seid oder dass ihr auch dabei gewesen seid. Es bleibt ja immer noch, also ich meine, wir sind zwar das größte Reich, aber auch nicht wirklich weit entwickelt und wir haben viele, viele große Aufgaben vor uns. Lass uns mal gerade gucken, wenn wir das mal erhöhen. Wir machen auch nur 300 mehr, ne? Das ist auch jetzt nicht so, wir haben nur eine gute Stadt momentan, das ist Novgorod. In diesem Sinne freue ich mich auf den nächsten Teil mit euch und sage erstmal mal's gut, bis dahin, Pax Vobiscum, Valete und das wird dann ja.